In ein freundliches Städtchen tritt mich ein. In den Straßen liegt roter Abendschein. Aus einem offenen Fenster eben über den reichsten Blumenflor hinweg hört man Goldglocken. Hugo Wolf ist ein Kosmos. In seinen Liedern, da geht's von sinnlicher Ekstase bis hin zu alberner Blödelei und von tiefgründiger Lebensreflexion bis hin zu scheinbar ganz alltäglichen oder allnächtlichen Situationen wie einer schlaflosen Nacht. Und aus all dem hat Hugo Wolf kleine Kunstwerke geschaffen, die wir quasi in einer Rundumschau auf unsere CD präsentieren wollen. Kein Schlaf noch kühlt das Auge mir. Dort geht schon der Tag herfür an meinem Kammerfenster. Eduard Mörike. Ich glaube, das ist wirklich mein Herzensdichter. Und nicht nur deshalb, weil er, so wie mein Vater, ein evangelischer Pfarrer war und ich mich in einen Menschen wie ihn so gut hineinversetzen kann. Mir scheint es fast, als hätte er seine Gedichte auch für Leute wie mich geschrieben, die ein bisschen zu viel nachdenken über alles Mögliche, über die Liebe, über den Abschied und über ganz normale Sachen auch, über die man normalerweise vielleicht gar keine Gedichte schreibt. Und das wird den Hugo Wolf ganz bestimmt auch gefesselt haben. Deswegen hat er sich so hineingetigert in diese Biografie, in diese Gedichte. Seine Musik ist so vielfältig. Vielfältig auch wie die Geschichten, die ich in all den Jahren meines Sängerlebens mit Hugo Wolf habe. Ich habe mit vielen Leuten an seinen Liedern gearbeitet. Unter anderem auch mit Dietrich Fischer-Dieskau. Und ich gebe sie so gerne weiter, in großen und kleinen Portionen und ganz besonders gerne, wenn dieses musikalische Umfeld so stimmt, durch ein Instrument, das ganz nahe an Hugo Wolfs Lebensdaten ist. Ihr kommt des Knaben, der mir so lieb war, frisch grünenden Hügel. Wir nehmen unsere CD auf diesem originalen Rhönisch-Flügel von 1872, also aus Wolfs Lebzeiten. Und das ist ganz interessant. Wir sind klangmäßig und natürlich auch optisch ja weit entfernt von den früheren Hammerklavieren. Der Klang hier ist schon voll und warm. Es fehlt, in Anführungszeichen, im Vergleich zu einem modernen Konzertflügel nur noch etwas die Brillanz und dadurch aber auch die Härte. Und das ist ganz faszinierend, wie sich das auf dieses Repertoire auswirkt, das ja genau für so ein Instrument geschrieben wurde. Schaut, da springt er wütend schier durch das Tor, der Feuer. Nun haben wir selbstverständlich nicht nur Eduard Mörike im Programm. Bei 360 Grad Hugo Wolf müssen es auch noch seine anderen Dichter sein. Der Übervater der deutschen Lyrik, Johann Wolfgang von Goethe. Oder der Pate der Romantik, Josef von Eichendorff. So unterschiedliche Menschen, aus unterschiedlichen Gegenden, aus dem Norden,
aus dem Süden, so wie eigentlich Hugo Wolf selber. Er war ein gebürtiger Slowene, obwohl er das sicher nicht so gerne gehabt hätte, wenn man ihn Slowene genannt hätte. Er war sehr nordisch empfindend, hat sich sehr viel auch mit diesen tiefen, großen, nordischen Gedanken befasst. Und es ist fantastisch, wie sehr sich jemand wie er auch in das südliche Geblüt hinein empfunden hat, wenn ich da an sein italienisches und vielleicht noch mehr an sein spanisches Liederbuch denke. Auf dem grünen Balkon, mein Mädchen schaut nach mir durchs Gitterlein. Mit den Augen blinzelt sie freundlich, mit dem Finger sagt sie mir, wir sind Hugo Wolf schon lange verfallen. Und in der Liedwelt wird er ja auch sehr verehrt. Aber vom breiteren Klassikpublikum bekommen seine Lieder noch nicht ganz die Anerkennung und Liebe wie die von beispielsweise Schubert oder Schumann. Unser CD-Projekt 360 Grad Hugo Wolf soll unser kleiner, bescheidener Beitrag sein, damit sich das ändert. Ewig ist sie, aber nicht immer bestellt.